Der letzte Tag im Fasching war für die Volksschüler der Volksschule Brunn am Gebirge sicher einer der lustigsten. Kein Unterricht und alle Lehrer verkleidet. Natürlich durfte da der Krautesel in der Schule auch nicht fehlen. Frau Direktor, die Volksschule in Brunn am Gebirge hat sich zum Fasching einiges einfallen lassen. Was ist denn heute alles am Plan? Also heute ist ein Theaterstück mit der Frau Nossek, der Krautesel. Das geht für die dritten und vierten und auch für die ersten und zweiten Klassen. Und dann gibt es noch Umzüge. Es gibt eine Disco dann zum Schluss noch in der Aula. Und damit sind die 4 Stunden schon wieder vorbei. Die narrischen 4 Stunden. Was hat es auf sich, dass Sie heute mit Faschingskrapfen ausgerechnet in die 4. Klasse gekommen sind? Also das war ein Zufall. An und für sich bin ich am Faschingdienstag immer in Brunn unterwegs. Da nehme ich mir frei und bringe in die Kindergärten und in die Schulen und zu den Dienststellen der Gemeinde bringe ich Faschingskrapfen und eben auch in die Volksschule. Ihr seid heute alle lustig verkleidet. Was haben wir hier für tolle Masken? Ich bin eine Prinzessin. Ich eine Zigeunerin. Ich bin halt einfach nur als Neon verkleidet. Ich bin eine Spinnenfrau. Ich bin eine Ampel. Das heißt, die Kinder, das ist ganz, ganz lieb. Also bei Rot müssen sie stehen bleiben. Das ist beim Eingang ganz toll gleich passiert, gleich in der Früh. Dann Achtung und dann durften sie bei Grün weitergehen. Und das war ganz schon in der Früh war das schon sehr, sehr lustig. Und sie haben mich alle erkannt. Sie ist da mit Leib und Seele dabei. Und ich finde das auch gut, dass es das gibt, dass sich Leute noch verkleiden, auch Erwachsene. Ich bin da kein leuchtendes Beispiel, ich weiß, aber ich finde das schon lustig, das passt schon. Dann muss ich eine entscheidende Frage stellen. Wenn der Wurzellecker nichts zu essen bekommt, dann muss ich sterben. Wollt ihr, dass ich sterbe? Ja! Was? Nein. Wir haben unten den Krautesel gesehen. Kennen Sie diese Geschichte? Nein, die kenne ich nicht, aber ich kenne die Schauspielerin, die Cordula Nossek, ist eine Brunnerin, die macht das immer sehr gut.